Na, ich meine, die zweite Seite, die kann man ja eigentlich schon mal so ein bisschen anfangen vorzubereiten auf das, was da kommt. Ah, könnte man, ne? Dann brauche ich 20 Sticky-Pisten. Avat, eine unausgeleuchtete Hülle in der Nähe. Mir fällt da gerade was ein. Ich wollte mal was gucken. Und das kann ich gar nicht gucken, weil ich hier nämlich gar nicht hochkomme. Okay. Ja, ich würde da hinten hochkommen. Naja, egal. Das kann ich auch mal sonst so im Test oder in einer Kopie oder whatever, kann ich das auch mal testen. So. Ja, wie gesagt, was brauchen wir? Wir brauchen. Hab ich? Hab ich nicht genug? Ich weiß jetzt gar nicht. Ne, beim letzten Mal hat das auch irgendwie nicht gereicht, glaube ich, ne? Dann bauen wir hier doch mal ein paar Pistons. So, 20 Stück brauchen wir, werden wir benötigen. Ich glaube da. Und da. Nein, genau andersrum. Sauber. 20 Pistons. Ja, damit. Und dann brauchen wir 20 slimige Slimeballs. Ha, einer zu viel. Ein zu viel abgelegt. So wollte ich sagen. So, und ich brauche eigentlich diese scheiß Slimeballs, weil ich habe noch ein paar weitere Projekte im Hinterkopf, für die ich in jedem Fall Sticky Pistons benötige. Verdammte Scheiße. Ja, man muss auch mal fluchen können. Oder bin ich zu weit weg immer von der Dings? Muss ich denn vielleicht doch mal wieder ein bisschen into the Monster Farm and then there my level pushen und so? Ich weiß das nicht. Was hatte ich mir jetzt eigentlich hier? Ach, nur gegen Spinnen 3. Ja, nur ist auch geil. Und hier? Ah ja, Haltbarkeit. Ah, da klopft's doch schon an mein Ohr. Ich wollte gerade sagen, nicht zu viel bitte. Ein so ein kleiner nur. Jetzt wäre natürlich Loot, die Verzauberung Loot richtig. Oder beziehungsweise in meinem Pack wäre es die Verzauberung Plündermeister. Der alte WoW-Spieler wieder. Also, wie gesagt, in meinem Pack wäre es halt Loot. Genau. Und im Original Plündermeister. Weil, wenn schon ein Versprecher, dann bitte auch richtig. Die wäre, glaube ich, für die Slimes gar nicht so verkehrt. Jetzt bin ich gerade mal. Jetzt überlege ich gerade, es ist ja eigentlich gar nicht so abhängig. Es ist ja gar nicht so abhängig, was da für eine Waffe ist. Sie macht ja am Level nichts. Jetzt will ich aber mal wissen. Dafür laufen wir mal gerade nach oben. Jetzt möchte ich schon gerne einmal wissen, wie viel Level man eigentlich für diese Loot-Verzauberung benötigt. Gucken wir hier. Ach, hier geht ja gar nicht jetzt. Ja, toll, ich müsste sie reparieren. Würde kosten 2 Level. Scheiß drauf. Switch. Plündermeister. Level 24 für Stufe 3. Okay. Level 24. Ne, dann müsste ich da aber. Ich hatte nämlich gerade überlegt, ob ich unten dann bei der Slime Farm ein Schwert deponiere, wo ich diese Loot-Verzauberung raufback, die dann wirklich nur dafür gedacht ist. Aber. Ich glaube, das sieht diamantentechnisch nicht so schlimm. Ah, 7 Stück. Dass man da unten vielleicht ein. Da gehen mir gleich noch weitere Gedanken durch den Kopf. Aber nicht heute. Jetzt muss ich gerade mal überlegen. Warte, hier, da, wie Walter, so, soll ich so tun? Genau, der muss hier dann so zu.
so, dann kommt schon. Ah, gib her jetzt. Dann kommt hier schon so der Piston. Bis dahin. Und ich habe gerade echt einen Schreck bekommen und habe gedacht, what the fuck, ey, hast du schon wieder zu viel hergestellt. So, dann werden wir hier mal mit der Schaufel uns schon mal ein bisschen vorarbeiten. Wir machen hier quasi schon mal ein bisschen Vorarbeit. Also wie gesagt, das soll... Das war zu viel. Das soll jetzt noch nicht fertig oder so. Muss ich ehrlich sagen, na, da ich gleich noch rendern muss und die Folge dann abmachen muss und so weiter und morgen früh wieder um 10:05 aufstehen muss. Mimimi, Schluchzjammer, die Heul. Habe ich jetzt auch nicht so groß den großen Turn, das Ding hier in irgendeiner Art und Weise fertigzustellen. Aber schon mal vorbereiten. Abgesehen davon, die Melonen müssen dann ja auch erstmal auf der anderen Seite wachsen. Wobei, draußen hätte ich auch noch welche. Naja, und man kann auch mit Knochenmehl nachhelfen. Das kann man alles tun, wenn man dann will, aber ich will gerade nicht. Ich habe gar keine Repeater. Ich habe gerade irgendwie gedacht, ich habe Repeater in der Tasche, aber so viel habe ich im Moment, glaube ich, gar nicht. Ja, und eine Spitzhacke mit dieser anderen Verzauberung. Glück. Ich glaube, sie heißt Glück. Das hätte auch mal was. Wäre vielleicht auch mal ganz geil. So, dann werden wir hier mal jetzt noch so tun. So. Dahin. Das waren 7. Na, der ortskundige Pfadfinder weiß, warum 7 sein sollen. Beziehungsweise auch der aufmerksame Zuschauer, der eben gerade gesehen hat auf der anderen Seite. Beziehungsweise für mich ist es eben gerade, für euch ist es vielleicht schon wieder 1 oder 2 Tage her. Das kann ich vorher immer nicht so genau abschätzen. So. Das tauschen wir auch nochmal eben gegen so ein bisschen Stone aus. Ja. Hier kommt jetzt... Genau, hier kommt jetzt Erde hin. Komisch, ich habe das Ganze schon einmal gebaut und ich muss beim zweiten Mal echt immer noch so krass überlegen. Komisch, ne? Aber manchmal hat man das, habe ich gehört. So. Ich bin hier reingefallen. Hilfe. Ah. Jetzt bin ich wieder draußen. So. Also kommt hier jetzt. Genau. Eine Riege von den Dingern hin. Und da. Na, da kommt der eh gleich weg. Ist ja eh scheißegal. Warte mal da. Ah, die sind richtig eingemauert, ne? Ja. So. Ach, das war... Ah! Sperrt den Typen ein. Und vor allem fall da mal eine Runde rein. Genau, ist richtig. So, das weg, das weg. Dann da, da, da. Da, 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 tada. Sauber. Da könnte man auch schon wieder den Jau-Effekt draus machen. Ja, ich hab halt ein bisschen viel Debitur geguckt. Die letzte Zeit... Was gar nicht so unbedingt stimmt. Ich habe eigentlich verhältnismäßig wenig geguckt. Mit der flachen Hand vor den Kopf. Das ist ja gerade völliger Dünnsinn hier. Wie kam ich denn jetzt auf diese glorreiche Idee? Man weiß es nicht. So, aufgrund von Spinnspawning, eventuellem Spinnspawning, drücke ich das Ganze hier jetzt mal mit Erde zu und werde hier jetzt mal die Pistons richtig setzen und die letzten 5 Steine noch verballern. Leider kommt das dann hier mit der Ecke doch nicht so hin, wie ich mir das gewünscht habe. So, nochmal Steine holen und... Dann brauche ich auch noch ein paar Schilder.
Aber dann haben wir das wenigstens schon mal vom Arsch und dann ist das schon mal fertig. Allerdings, ich muss es ganz ehrlich zugeben, wenn das fertig ist, dann habe ich zurzeit keine weiteren Pläne. Also, ja, wie soll ich sagen, keine Fixpläne. Also es gibt natürlich, es ist Minecraft. Das ist hier nicht irgendwie eine festgelegte Route, die man hier spielt. Aufbauen, abbauen und so weiter. Wer Minecraft spielt, kennt das. So. Habe ich das Glas noch mit? Ja, das hat er noch mit. Dann werden wir das Glas da auch noch so gleich einmal setzen. Und ich wusste schon, warum ich die Pressure Plates da noch nicht hinback. So, dann. Wobei, Kakteen brauche ich jetzt ja eigentlich gar nicht mehr. Die Bibliothek. Naja, Verzauberungsraum. Nenn es wie du willst. Das Ding ist soweit fertig. Ja. Ja, ich meine, gut, man könnte hier auf jeden Fall am Haus mal wieder was machen. Insbesondere oben im ersten Stock. Und im Erdgeschoss, ich muss sagen, der eine Raum da, der quasi direkt über mir jetzt gerade ist, müsste er theoretisch sein. Der sagt mir auch irgendwie gar nicht zu. Der gefällt mir gar nicht so richtig, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Jetzt habe ich hier immer noch nicht genug Platz. So, dann hier kommen. Huch. Fünf Stück von den Sticks her geht. Allerdings vom Platz her glaube ich gar nicht. 3, 4, 5, doch. Das passt. Dann haben wir schon mal 5. Achso, die werde ich mir auch gleich mal in die Leiste packen. Und dafür, dass ich nur mal kurz eine Aufnahme machen wollte, damit ihr am nächsten Tag was zu sehen habt, bin ich schon wieder eine Stunde dabei. Verdammt. Naja, aber ich sag mal so, ich bin stolz auf mich. Ich bin mit dem Zocken generell ein bisschen kürzer getreten. Das ist schon ganz nice. So, dann hier nochmal fünf Dinger da machen. Und dann soll das auch reichen. Ich glaube, dann werde ich das echt nur noch rendern und dann Abi Hobby Betty. 4 ist zu wenig. Das sind auch zu wenig Bretter. Normales Holz. So, wollen wir mal gucken. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie viel ich jetzt brauche. Weil ich gerade echt total den. Gut, das reicht. Weil ich gerade echt total keinen Durchblick hatte. Okay. Die Sticks kann ich gerade nicht mitnehmen. Dann hauen wir das normale Holz hier wieder rein. Jetzt habe ich die Sticks mitgenommen. Sauber. So, dann hier mal wieder runter. Boah, 51 Minuten zeigt mein Timer an. Verdammt! So. Da noch. Und da noch. Und dann stimmt das hier soweit. Das Wasser möchte ich aber in jedem Fall schon mal, glaube ich, fließen lassen. Und hier fehlt Licht. Und deswegen will ich auch das Wasser fließen lassen. Nicht damit da unten irgendwo was spawnt. Ja, hier, ich glaube hier unten. Ich weiß gar nicht, ob ich auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite sieht es so aus, als wenn ich überall den Kobbel noch gegen Clean ausgetauscht habe. Habe ich jetzt aber gerade echt keinen Nerv zu. Na, was heißt keinen Nerv zu? Sehe ich gerade nicht ein. So. So, schön. Na. Halt. Schau. Doch nicht Pfeile, Schaufel. So, hier mal, da mal. Das ist egal, da kommt nachher E-Stone rauf.
Das lassen wir erstmal so, wie es jetzt gerade ist. Wie gesagt, das Wasser möchte ich auf jeden Fall noch zum Fließen bringen. Weil Wasser läuft nicht, Wasser fließt.